Diese Saison war ein einziges Auf und Ab. Emotionale Rollercoasterfahrt, tolle Momente, schlechte Momente. Man hat immer seine Baustellen, aber das Jahr, das war schon irre. Ich gehe jetzt in meine 10. Saison in Rosenheim und ich war beim Abstieg dabei. Und seit wir abgestiegen sind, war das Ziel in Rosenheim immer aufzusteigen. Also du hast immer das Ziel, die Vorgabe, Aufstieg. Hier sehen wir die Bank der Rosenheimer. Also, ja, das kann, die Scheibe muss fallen und sofort schießen. Das, nur das rettet Rosenheim jetzt praktisch vor dem Abstieg. Und ja, ich würde mich als Grimmenschauer mit 5 Mann vor das Tor stellen. 2 Sekunden sind da auf der Uhr. Jetzt ist es perfekt. Und jetzt? Jetzt stürmen sie. Jetzt ist es endlich offiziell. Ja. Die Aspiraten bleiben in der DL2. Ein Jahr zum Vergessen ist vorbei. Ja. Die letzten Sekunden. Und dann ist die Scheibe raus. Und das ist es. Die Aspiraten. Das ist der Klassenerhalt. Die Klassenerhalt. Bleiben in der DL2. Und Rosenheim verliert das Spiel hier in Grimmitschau. Tyler McNeely. Respekt auch vor diesem Mann, der da auch diese Saison alles gegeben hat, trotz Probleme, die er auch gesundheitlich da hat. Also am Ende muss man sagen, hat bestimmt nicht die bessere Mannschaft gewonnen, aber die glücklichere. Man hat versucht, hier Jahr für Jahr aufzusteigen. Und jetzt, die Halle war so weit und Infrastruktur war weit, aber hat nur gefehlt, dass man in der DL2 spielt. Was sich dann für ein Hype entwickelt hat, vor allem hier in Rosenheim, was halt, glaube ich, auch sehr damit zusammenhängt, dass einfach die Sehnsucht nach dem Aufstieg so groß war. Voll euphorische Stimmung. Wir haben unser Basispapier damals geschrieben, während der DL2 vor dem Abstieg, wofür wir damals wirklich sehr, sehr viel Schelte bekommen haben, hieß es dann, ja, große Träumereien und was denken Sie sich? Man muss sich Ziele setzen, die man erreichen will. Stillstand war für den Verein Rückschritt. Die Erwartung oder die Hoffnung war jedes Jahr da, aber so wirklich nah dran waren wir eigentlich nie. Wir haben jetzt wirklich gesehen, was wir hier an jungen Fans, an jungen Zuschauern neu akquirieren konnten. Und genau das brauchen wir hier an Standort. Wir müssen hier in die Zukunft denken. Aufgestiegen sind wir ja nicht heuer. Aufgestiegen sind wir schon vor 3 oder 4 Jahren. Die Grundvoraussetzungen für einen Aufstieg, die schaffst du in der Regel nicht in dem Jahr, wo du aufsteigst, sondern die schaffst du in den 3, 4, 5 Jahren zuvor. Also immer einen Schritt nach dem anderen, so wie sich der Verein eben leisten konnte. Und jetzt die Saison all in. Sie waren einfach bereit für die 2. Liga. Sie haben den VIP-Raum hergerichtet, es ist alles neu, es ist unten eine Kabine, es ist alles bereit, dass wir 2. Liga spielen. Die Stadt Rosenheim hat die letzten Jahre 16, 17 Millionen Euro hier in diesen Standort investiert. Meine Familie hat Anfang der 80er Jahre, ich glaube 81, begonnen damals den Sportbund, die Eishockey-Abteilung zu gründen und das Sponsoring zu machen. Das war sozusagen unsere Werksmannschaft, wenn man so will. Also meine ganze Jugend habe ich am Wochenende in der Wintersaison im Eisstadion verbracht. Rosenheim ist Eishockeystadt, ganz klar. Und deswegen gilt diese Investition natürlich den Star Bulls, aber ganz überwiegend eigentlich allen, die gern Schlittschuh laufen und die gern Eishockey spielen. Und darum, glaube ich, war es für die Region wirklich wichtig, hier ein Zeichen zu setzen. So eine Spitzen-Elite-Bespaßung, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen in Rosenheim komplett eingebettet sein in diese Rosenheimer Gesellschaft. Und ich meine jetzt diese ganze Region Rosenheim. Ja, das ist hier was Besonderes und wir sind total stolz, dass wir dieses Besondere repräsentieren dürfen. Jeder in Eishockey-Deutschland wusste, die wollen aufsteigen. Ich persönlich habe es natürlich auch mitgekriegt, von Anfang der Saison bis zum Ende, dass Eishockey einfach Gesprächsthema war, egal ob man jetzt irgendwo zum Essen hingegangen ist oder mal kurz durch die Stadt gelaufen ist. Ich bin einfach der Meinung, wir Rosenheimer, wir sollten wirklich stolz sein auf unser Eisstadion, weil das hat so eine lange Tradition und so intensive emotionale Momente erlebt seit die Anfang der 80er Jahre bis jetzt. Und da ist es uns wert, dass wir das wirklich richtig gut herrichten. Und da gehört auch dazu, dass sich halt im Stadion einfach auch ein bisschen was rührt. Nicht nur auf dem Eis unten, sondern halt auch ein bisschen Show drumherum.
haben mittlerweile da 13 Kameras im Stadion verbaut und auch die Möglichkeit, auf der LED-Wall die Replays anzuschauen. Und die LED-Bande ist ja letztes Jahr dazugekommen, die meines Erachtens auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Part für das Stadion an sich war, weil die Atmosphäre ja ganz andere ist mittlerweile, wenn die Bande an ist und wenn man das Licht in der Pause dimmt. Es wirkt einfach viel moderner, viel gemütlicher. Und das hat das ganze Stadion meines Erachtens auch wirklich weit nach vorne gebracht. Und das haben uns auch die Fans so wiedergespiegelt. Von einer KI-gesteuerten Kamera, die die Trainings aufzeichnet, Tablet an der Bank, wo man die Replays nochmal anschauen kann, bis zur Analyse-Software haben wir einfach geschaut, dass wir da optimal aufgestellt sind. Man muss sich kopftechnisch einfach schon in der zweiten Liga sehen, um halt auch die Weichen so zu stellen, dass es dann auch klappen kann. Wenn der Opa gesagt hat, früher war es dann, da durfte man länger aufbleiben auch noch, so als Kind, wenn man mit darf, und dann war das natürlich schon immer so ein Highlight, was Besonderes. Und dann so eine Emotion wie im Eishockey hat man selten in Sportarten, das begeistert natürlich auch. Dann, ich glaube, 5 Spiele in Folge ausverkauft. Ich glaube, wenn wir 2 Jahre zurückgehen, hätte ich nicht geglaubt, dass wir das in 2 Jahren wieder sehen. Diese Vorstandschaft und das ganze Team, was da außen rum ist, die haben so viel Herzblut gehabt und haben mit ihrer Begeisterung, mit dem Feuer, es ist ja gelungen, dieses Eishockey wirklich so zu dem Dreh- und Angelpunkt in Rosenheim zu machen. In Rosenheim war es eigentlich relativ klar, wir haben eine starke Nachwuchsarbeit, wir haben eine starke Jugendarbeit. Das ist immer, sage ich mal, für Förderung extrem wichtig, weil man ja sehen will, wenn ich da schon, wie in unserem Fall, mehrere Millionen hingebe, muss es ja weitergehen. Also ich brauche ja Perspektive. Also eins ist auch logisch, nach den Investitionen, die hier gemacht wurden, ja, und auch die Mannschaft, die zusammengestellt wurde, hat ja jeder gewusst, der hier einen Vertrag unterschreibt, dass der Druck da ist, aufzusteigen. Es wurde ja auch so kommuniziert mit jedem, dass wir aufsteigen müssen. Oder, ja, müssen eigentlich. Natürlich, es ist eine große Herausforderung, aus dieser Oberliga rauszukommen. Aber ich liebe Herausforderungen und bist du bereit für diese Aufgabe? Und die größte Motivation für mich war, als meine Frau gesagt hat, wenn du denkst, dass du ein Trainer bist, dann ziehst du die Rosenheim hoch in die DL2. Es gibt Menschen, mit denen arbeitest du 10 Wochen und du denkst, du arbeitest schon 10 Jahre mit dem. So ein Typ ist der Erik. Ja, auch unser Co-Trainer, der Jamie Bartman, der ist auch so ein Typ. Die haben beide null Ego, keine Ressentiments, kein ich war hier schon einmal in der DEL und soll hier Oberligamannschaft übernehmen oder so. Das gibt's da nicht. Ich komme aus Finnland und jeder spielt Eishockey. Wir wohnten auch in der Nähe von der Eishalle und deswegen war ich jeden Tag da. Und dann zwangsläufig wurde ich dann Eishockeyspieler. Dann hatte ich aber eine schlimme Verletzung, als ich 23 Jahre alt war. Und die Ärzte haben gesagt, du spielst nie wieder Hockey. Und dann habe ich schon gedacht, okay, dann möchte ich Trainer werden. So mit 23. Mit 24 bin ich nach Deutschland gekommen und dann mit meinem kaputten Knie tatsächlich Spielertrainer geworden. Es hat 10 Jahre gedauert mit meinem Knie und dann habe ich in der DL gespielt. Dann nicht mehr als Trainer, aber ich wusste, wenn meine Spielerkarriere vorbei ist, dann werde ich Trainer. Ein guter Trainer muss die Mannschaft formen, dass alle Spieler motiviert bleiben. Sicherlich musst du das Wissen haben vom Eishockey, vom Physischen, vom Mentalen und sicherlich vom Taktischen her. Und was passt zu dieser Mannschaft? Du musst es lesen können. Wie weit kannst du die Jungs pushen? Natürlich, der Trainer braucht dann viel Geduld. Und lehren und lehren und lehren und Geduld und Wiederholung. Und das ist manchmal ein bisschen müßig, aber das so muss meiner Meinung nach ein guter Trainer muss so arbeiten. Und das ist die zwischenmenschliche und Kommunikation sehr, sehr wichtig. Und ein Trainerjob ist nicht leicht. Wenn es nicht klappt, fällt es einfach auf den Trainer in Anführungszeichen zurück. Klar haben es die Spieler auch nicht geschafft, aber der Trainer ist ja in dem Business dann auch einfach oft der dann dafür verantwortlich gemacht wird. Also der Jari war vor jedem Spiel immer nervös. Aber ist einfach trotzdem, er nimmt den Druck lieber von der Mannschaft weg, nimmt den auf sich und lässt die Jungs einfach machen. Man hat es ab und zu mitbekommen, wenn es Druck gab, aber Jari, der hat die Last, wenn man so sagen kann, einfach immer auf sich genommen und uns Spieler den Rücken freigehalten. Wichtiger Faktor ist, dass der Trainer managt, dass eine gute Laune da herrscht, auch wenn man hart trainiert. Jeder Trainer sagt immer gleich am Anfang, wir arbeiten von Tag 1 auf die Playoffs hin. Aber
Ich habe es nie so erlebt wie diese Saison. Wir wollen Meister werden, hören sicherlich Spieler jahrelang. Aber dann im Laufe der Saison, es wurde auch real für die Spieler, dass es tatsächlich so ist. Es gibt keine Alternative. Um einen richtigen Spieler zu finden, es kostet erstmal sehr viel Arbeit. Dann fängst du an, erstmal spielerisch. Es ist ja leicht zu gucken, wie er spielt. Und dann sehr viele Telefonate, um herauszufinden, was für ein Charakter er hat. Mit mehreren Charakteren, man kennt sie, dann baut man sie nach Punkten zusammen. Wie sind sie, wie performen sie in die Playoffs oder kommen sie da nochmal richtig? Oder gibt es welche, die scheißen sich in die Hose und performen dann gar nicht mehr? Die wenigsten Menschen haben wirklich auf dem Schirm, was da wirklich an Arbeit dahinter steckt. Du rufst die Ex-Spieler an, Ex-Trainer an. Eishockey-Welt ist relativ klein. Eishockey-Deutschland passt in den Schuhkarton. 1000 Spieler, 50 Spielervermittler, 150 Vereinsmanager. Das war's. Das ist Eishockey-Deutschland. Das ist wie eine große Familie. Eine kennt irgendjemand, der den kennt, und dann geht es los. Es war Gott sei Dank früh genug, dass wir einfach nur die Mannschaft wirklich gemeinsam miteinander zusammenbauen konnten. Ich war in Austausch mit Christian. Mit ein paar Jungs habe ich zusammengespielt früher, ob es in Düsseldorf war, ob es früher mal in Rosenheim war, ob es Nachwuchs war, wo ich kannte, wo ich weiß, okay, die passen charakterlich einfach hierher. Keiner macht hier alleine Entscheidungen. Also ich kann was vorschlagen und dann diskutieren wir durch. So eine gesamte Mannschaft zusammenstellen, das musst du mit dem Coach machen. Ja, das ist der Coach muss immer, der muss immer das letzte Wort haben. So baut man eigentlich ein Team zusammen und ich glaube, dass das in Rosenheim richtig gut gelungen ist. Als wir angefangen haben, es war relativ klar, dass die Spieler sehr gerne nach vorne spielen. Eher die Herausforderung war, nicht jetzt unbedingt defensiv, dass sie das spielen, sondern eher, dass wir die Tore schießen. Deswegen haben wir dann auch Hauner geholt auch und Möhl auch aus Wenningen. Und muss man sagen, dass wir danach eine andere Mannschaft waren. Ich bin aus der ersten Liga direkt hergekommen, weil ich wusste, dass für mich persönlich der Weg nächstes Jahr wieder in die zweite Liga gehen wird. Man macht sich natürlich als Spieler Gedanken, wo die Zukunft, wo man spielen möchte und wo es hingeht. Und mir war immer im Hinterkopf, dass das hier so schön ist. Ich habe hier vor 10 Jahren gespielt. Ich wollte irgendwann mal wieder zurückkommen und habe halt die Chance gesehen. Großer Grund für mich war Schmiddi. Also vor 2 Tagen mit ihm auf dem Berg, da haben wir genau darüber geredet. Der hat mir einfach meine Heimat wieder nahegebracht, wie schön das ist, weil wir dann telefoniert haben oder wir haben uns im Sommer gesehen. Was auch top war, war ein Volli einfach mal besser kennenzulernen. Eigentlich immer für die Witze so zuständig in der Kabine und er redet viel Scheiß und macht Späßchen, aber ja, Volli kann auf jeden Fall auch anders. Und das war auch interessant zu sehen, so wie der Charakter so drauf ist. Man hat dann gesehen, solche Spieler, dann, das war genau der Keypunkt, wo man gesagt haben, die hat man dann noch gebraucht. Ja, jeder einzelne Spieler muss bereit sein, einfach mit Leidenschaft sich für seinen linken und rechten Spielernachbarn einfach aufzuopfern. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du auch nichts gewinnen. Du kannst die besten Spieler der Welt haben, wenn es in der Mannschaft nicht klappt, dann gewinnst du gar nichts. Es war schwierig, Top-Leute zu holen für die Oberliga. Jetzt nachhinein ist leicht zu sagen, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber dahinter steckt sehr viel Arbeit. Wir haben Charaktere verpflichtet, die wo auch ins Team passen. Also deswegen waren wir von Anfang an gleich ein gutes Team. Ich bin jetzt auch nicht der einfachste Charakter. In der Kabine hat das, glaube ich, also bin ich der Meinung, von Anfang an passt. Wir waren eine geschlossene Einheit. Egal, wo die Leute eingesetzt worden sind, weil es gab ja Spieler, die vom Verteidiger zum Stürmer oder andersrum. Jeder hat einfach seine Rolle einfach übernommen fürs Team und nicht einfach für den eigenen Erfolg. Und das macht es einfach so wichtig, dass man zusammen einfach das macht und nicht alleine. Das war wichtig, dass ein Spieler fleißig ist, dass er gerne arbeitet, dass er auch taktisch bereit ist, unterzuordnen. Nicht nur das Hockey spielen möchte, was er gerne machen würde, sondern dass er auch variabel ist und verschiedene Systeme bereit ist zu spielen. Wir wollten auch Spieler, die Familien haben, weil dann Lebenslauf ist ein bisschen ruhiger oft. Jetzt wie Brettner und Oleksuk, da wussten wir, dass sie Familienmenschen sind und Top-Charakter haben. Viele haben sich gewundert, jetzt zum Beispiel Oleksuk, weil er da keine Punktemaschine war. Aber so einen Mann haben wir gesucht. Und dann kriegst du nach und nach eine Truppe zusammen, die wo den Charakter hat, die Fähigkeiten hat, das Ziel auch zu verwirklichen. Ich denke, das macht, wenn jeder seine Stärke auf den Tisch bringt,
dann haben wir eine verdammt gute Mannschaft. Ich mache halt eher für die Mannschaft die dreckigen Sachen, das Knädeln an der Bande. Punkte sind mir dermaßen wurscht, scheißegal. Am Schluss zählt einfach der Teamerfolg. Gerade im Eishockey, wenn man in Deutschland gut ist, dann ist man, denkt man, man wäre irgendwas. Aber sobald du dann in diese Profikabine kommst, bist du erstmal wieder niemand. Und das musst du relativ schnell realisieren und musst dich dann wirklich von unten nach oben wieder hocharbeiten. Natürlich hat man gemerkt, dass die Mannschaft wächst und besser wird und dass wir auch besser spielen. Sicherlich war nicht perfekt, aber November, Dezember hat man schon gesehen, dass wir in die richtige Richtung entwickeln. Sicherlich hat noch gewisse Sachen gefehlt. Und man hat jeden Tag gesehen, dass sie bereit waren, für das Ziel zu arbeiten. Und es war deutlich die Steigerung für Monat für Monat. Mike Glemser, 25 Jahre jung. Die Hölle. Alle erschüttert. Jeder wünscht ihm das Beste. Der Verein. In Rissesee, ein gegnerischer Spieler trifft den Mike Glemser. Geflogen, Kopf zuerst gegen die Bande. Man hat sofort nur gedacht, okay, hoffentlich nichts Schlimmes. So eine Spielsituation passiert 3, 4, 5 Mal während dem Spiel. Dann schiebst du das eigentlich so weg. Und eine Verletzung kommt ja in dem Sport ja oft vor. Und dann bleibt er einfach liegen. Und bitte, 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 lass ihn die Füße bewegen, bewegen, Arme und Füße bewegen. Und dann hat er sich aber nicht bewegt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und Mike Glemser hat es erwischt. Ja, größere Unterbrechung jetzt. Das ist natürlich in so einem eifrigen Spiel immer mal möglich. War sicher auch keine böse Absicht. Wir wussten ja nicht, was los war. Mike wurde weggetragen und mit dem Helikopter weitertransportiert. Und erst, wir haben erfahren nach dem Spiel, was los war. Ich bin 2 oder 3 Wochen davor Papa geworden. Und als ich dann heimgekommen bin und meine Frau und den Kleinen im Bett liegen sehen habe, und da ist es dann bei mir erstmal so richtig hochgekommen, wo ich mir dann dachte, fuck, wenn dir das jetzt passiert, was so Gedanken, die mich dann, muss ich sagen, die Gedanken, kommst am nächsten Tag dann hier in die Kabine. Und natürlich wird da jeden Tag drüber gesprochen, ne? Jeden Tag. Als wir den nächsten Tag wussten, was mit Mike passiert ist, Christian ist nach unten gekommen und hat natürlich gesagt, dass wir alles für Mike tun, was wir können. Wir werden Mike nicht alleine lassen. So ein Unfall, 40 Jahre Profi-Eishockey, habe ich noch nie gesehen. Die Situation mit Mike, das war extrem. Der war sehr ehrgeizig, hat sehr viel gearbeitet mit mir. Dadurch sind wir immer danach die Letzten gewesen aus der Kabine. Und dann haben wir uns halt immer dann zum Essen sind wir dann gegangen oder haben dann irgendwas miteinander gemacht. Und so ist dann wirklich mehr als eine richtige, richtig, richtig gute Freundschaft entstanden. Und so ein netter Mensch und so lebensfroh und immer fleißig. Und ja, es ist einfach, es ist auch jetzt noch eine taffe Situation, darüber zu sprechen. Muss ich ganz ehrlich sein, also auch im Team, das war, am Anfang war das erstmal ein Schock, weil man hat ja die Situation oft schon gehabt. Wie eine Sekunde alles Gute und in der nächsten ist es dann auf einmal ganz anders, wie schnell und unerwartet das einfach passieren kann. Und das ist so, mein ganzes Eishockey-Leben wird das immer in meinem Kopf sein. Boah. Das mit Mike, das... Eine wahnsinnig schwierige Zeit als Mannschaft, ne? Die uns mit Sicherheit auch wahnsinnig zusammengeschweißt hat, die Situation. Zum ersten Mal besucht war das natürlich für uns mental schon doch nochmal ein Rückschlag. Er konnte bloß wirklich 10 Minuten reden mit dem Stöpsel da drin, dann, wo er die Beatmung abgekriegt hat. Also selbstständig ging gar nicht viel. Der erste Gedanke, wo das passiert ist, habe ich mit meiner Freundin geredet. Ich höre auf. Weil das halt einfach, glaube ich, so eine Trotzreaktion einfach war. Durch das, dass der Unfall gerade frisch passiert ist. Sagt, das hat er immer zu mir gesagt, am liebsten würde er jetzt mit mir jeden Tag Krafttraining machen. Und das hat er immer gehasst, weil ich ihn immer geforst habe und habe gesagt, drück noch mehr, mach noch mehr. Hat er gesagt, das, was er jetzt gerade durchmacht, das wünscht er keinem. Der Sport bleibt ja nicht stehen. Wir müssen ja immer weiter, weiter und weiter gehen. Das war einfach mein Ziel, dass ich einfach 100% gebe, dass mir Mike den Titel bringen. Also wir sind dann schnell aufeinander gekommen, dass wir alle als Freunde da zusammen durchgehen und mit ihm mitkämpfen. Viele Grüße ausgerichtet immer und haben gesagt, für dich holen wir diesen Cup. Und wir stehen als gemeinsames Team am Ende der Saison mit dieser Medaille und dem Cup bei dir. Und du bist schon so weit am Ende der Saison, dass du zumindest dich einigermaßen wieder ein bisschen bewegen kannst. Knackpunkt war das, wo es mit dem Glemser passiert ist, dass die Mannschaft noch mal einen Schritt weiter ist. Weil wir gesagt haben als Mannschaft,
Wir gewinnen das Ding für Mike. Wir hatten diese eine Sache im Kopf, das war der Aufstieg, das war der Pokal. Und wir wussten, dass wir dann dieses Versprechen einlösen können. Und das hat uns dann schon Kraft gegeben, klar. Mike, sein Trikot war an der Bank, Spielerbank und auch in der Kabine. Mike, seine Sachen wurden nicht berührt, die waren auch da, wo die immer waren. Und sicherlich so ein tragischer Fall bringt die Mannschaft zusammen. Gar keine Frage. Das hat mich so dermaßen berührt, wenn man sieht, wie der Zusammenhalt da war. Von Fan bis natürlich Familie, ehemalige Spieler, egal wer, Sponsoren, man hat zusammengehalten. Und das waren für mich enorm bewegende Momente, dass man sieht, wer unterstützt da alles. Also wirklich auch Leute, denen es selber wirklich schlecht geht. Ich kann an der Situation nichts mehr verändern. Und gerade da ist es nicht, sich zu verkriechen, sondern zu sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich arbeite an mir und nicht darüber sprechen, sondern versucht, sich abzulenken, was zu unternehmen, um von den Gedanken wegzukommen. Ja, du kannst es nicht komplett aufarbeiten, weil es einfach zu schrecklich war dafür. Ja, in mir hat es brutal mitgenommen und dann irgendwann hat es ja geheißen, okay gut, er kann reden, er hängt nicht mehr an der Beatmungsmaschine, es geht ein bisschen aufwärts. Mein Sohn spielt Hockey und er liebt Eishockey und hat er das mitgekriegt und haben wir darüber gesprochen halt, aber auch Unfälle kann passieren, wenn er über die Straße geht. Die Leute vergessen immer ganz gern, dass da unten Menschen spielen und keine Maschinen. Und deswegen muss man das die Jungs absolut hoch anrechnen, was sie dieses Jahr geleistet haben. Früher ausgegangen zum Bus, habe ich 20 entgangene Anrufe vom Papa. So, ja, bei der Mama war es jetzt kurz vor 12. Vom Elternhaus daheim im Hubschrauber abgeholt worden. Dauergast im Krankenhaus. Du versuchst trotzdem, wenn du hier kommst, reinkommst, gute Stimmung in der Kabine zu haben. Das ist halt schwierig. Jeder erwartet von dir 110%. Das war schon was Besonderes. Da sind Leute, die, wenn es hart zur Sache ging. Es gab sehr viele Verletzungen, persönliche Rückschläge, private Probleme. Aber die Jungs haben immer alles für die Mannschaft und für den Standort gegeben. Und da ziehe ich meinen Hut davor. Wenn man über Handicap spricht, was wir in den Playoffs hatten, ich glaube, dann ist eher die Frage, wer hatte keines. Wir hatten so viele Spieler, die, sagen wir mal, unter normaler Saisonbedingung nicht mehr gespielt hätten und nicht spielen hätten können. Es gibt ja tausend Situationen, wo nichts optimal ist. Also in unserer Saison war ja auch nichts optimal. Also deswegen, da waren schon viele Struggles. Tölzer hat mit gebrochenen Finger und gebrochenen Fuß gespielt und trotzdem Energie gefunden, noch als Leader zu funktionieren. Dieser absolute Wille von der Mannschaft, diese Meisterschaft zu holen für Rosenheim, ich glaube, das war das Wichtigste. Wir machen das, was uns am meisten Spaß macht, beruflich. Und klar hast du gewisse Risiken und so weiter, aber ich glaube, jeder von uns muss einfach genießen, Eishockey spielen zu können. Und kommt auch wieder diese Dankbarkeit ins Spiel, dass man einfach froh sein kann und wie geil das ist, dass man so einen Job hat. Das ganze Jahr, das war ganz anders, wo ich in die Kabine reingekommen bin, vielleicht auch mit dem Jari, weil er einen frischen Wind eingebracht hat. Die Leute, was da waren, das war, ich habe schon damals zu meinen Eltern gesagt und zu meiner Freundin, ich glaube, wir gewinnen den Scheiß das Jahr. Wir waren wahrscheinlich nicht die stärkste Mannschaft von den Einzelspielern, aber wir waren im Kollektiv das stärkste Team. Und das, glaube ich, hat sich einfach von Anfang an schon aufgebaut. Normalerweise sagt man immer so, erfolgreiche Mannschaften müssen 2 Jahre zusammen sein, weil es einfach dauert zu wachsen. Das war so einfach, als würde man sich schon 10 Jahre kennen. Playoff-Start war schon so, wir hatten, glaube ich, 10 Tage davor frei. Die Anspannung war spürbar. Wir haben immer noch Gaudi gehabt in der Kabine, wir haben immer noch geratscht, wir haben immer noch Späße gemacht. Aber es ist halt am Playoffs. Man denkt nicht daran, wie das Endergebnis ist in den Playoffs. Du tust alles, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist einfach geil. Dadurch, dass Pre-Playoffs waren bei den anderen, wussten wir erst relativ spät, dass wir gegen Leipzig spielen. Und wir haben nicht gut angefangen. Bei Leipzig, muss ich ehrlich sagen, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich kannte nicht wirklich Spieler. Ich
war noch nie im Stadion. Leipzig sehr unangenehm zum Spielen. Tölzer mit dem Pass. Vollmeier tanzt Erik Firsch aus. Zurück. Tor. Und da ist das Tor. Rosenheim. 1:0 für die Star Bulls. Die haben auch tapfer gekämpft und alles gegeben. Aber ich habe nicht so viel beobachtet, wie die gegnerische Mannschaft spielt, sondern unsere Mannschaft. Und ich war überhaupt nicht zufrieden. Egal, wer jetzt vor uns ist, immer so ein Hintergedanke, dass es jetzt auch vorbei sein könnte. Verzögert. Tor. Tor. Rosenheim erhöht auf 3:0 nach exakt 2 Minuten im dritten Drittel. Alle haben sich gefreut. Gut genug, um Leipzig zu schlagen. Aber da war ein bisschen Schlendrian drin. So. Der letzte Fokus und letzte Konzentration war nicht da. Ich glaube, wir haben von allen Mannschaften, die unter die Top 4 waren, die schwierigsten Aufgaben gehabt. Da habe ich schon klar kommuniziert, wenn wir so gegen Scorpions oder gegen Wein spielen, gewinnen. Wenn du ein Spiel gewonnen hast, kannst du nicht zu viel Zeit verbringen, Party zu machen, weil du das ein Spiel gewonnen hast. Ich sage immer, während der Playoffs, du hast 15 Minuten Zeit, kannst du dich freuen, kannst du Purzelbäume schlagen, aber dann nach Viertelstunde ist vorbei und dann fängt man wieder an zu konzentrieren für das nächste Spiel. Es war für uns gut, dass nach Leipzig-Runde wir gegen Tilburg gespielt haben, weil die sehr robust gespielt haben, sehr körperbetont. Spielweise, die Rosenheimer immer wieder in Defensive zwingen. Also ja, eine Chance. Ganz große Chance. Und der Führungstreffer für die Tilburg Trappers. Und natürlich, das war dann komplette andere Spielweise, andere Spiele gegen Tilburg. Und das hat uns dann wachgerüttelt. Obu, Ausgleichstreffer für die Star Wars Rosenheim. Und es ist Christian Obu. Ja. Die Halle bebt. Der Respekt vor Tilburg war schon enorm. Gerade aus der Vergangenheit wusste man, Tilburg ist ein richtig unangenehmer Gegner. Schussversuch, Führungstreffer. Maxi Vollmeier. Maximilian Vollmeier kommt zum Abschluss und lässt sich. Wir waren eingespielt und haben technisch sehr sauberes Eiser gespielt. Also das Passspiel von Tilburg hat mich echt beeindruckt. Und hier ist die Neue. Reinig. Das Powerplay der Star Wars Rosenheim funktioniert. Und ist im Tor. Wie ist der denn jetzt bitte reingegangen? Er schießt, er kommt an die Scheibe. Mit dem Stil. Krüger. Krüger. Tim Luca Krüger markiert den Treffer. Rosenheim gewinnt Spiel 1 in dieser Viertelfinalserie gegen die Tilburg Trappers. Ja, wir haben am Anfang immer gesagt, wo wir abgestiegen sind, ja, wir müssen nach Tilburg fahren. Aber wir haben es leider nicht geschafft, weil wir gegen Scorpions ausgeschieden sind. Dann bist du soweit, zweite Runde, du musst nach Tilburg, du hast 10 Stunden Busfahrt vor dir, fährst in ein anderes Land, musst gegen, sagen wir mal, die holländische Nationalmannschaft spielen. Riesenlange Auswärtsfahrt, jeder war trotzdem und gesagt, hey, super, also muss auch sagen, also es war schon absolut höchstes Niveau. Immer nachts gereist und dann morgen früh angekommen, direkt ins Hotel, gefrühstückt und trainiert. Unsere Staff hat hervorragend einen Job gemacht, die Hotels waren super. Das Essen war gut, die Jungs können ausruhen. Das war eigentlich für uns dann, ja, ist halt eine Auswärtsfahrt und wir machen jetzt das Spiel. Oberliga-Playoff-Serie zwischen die Tilburg Trappers und die Star Bulls aus Rosenheim. Und auch ein Servus an alle Fans im Rosenheim. Ausverkauftes Haus, was klar war, dann gewinnst du das auch noch und stellst 2:0, dann sind die anderen schon mit dem Rücken zur Wand. Rosenheim passing around. Working it towards it. And a goal for Rosenheim. Tor for the Star Bulls. Dass so Fans wie wir es hier hinter uns haben, ist egal wo es hinging, die waren immer lautstark mit dabei und das ist Gold wert. Oh, nice passing. Brettner. Gonna go for a release. Oh, great. No, this is Brettner from distance, from the blue line. And now the Bulls lead 2-0 in the ice for Sergeant Stubbenhoer. Goal for Stubbenhoer. Tilburg hat uns richtig herausgefordert. Die haben körperlich härter gespielt als die Mannschaften davor. Keiner hat sich getraut, Spieler, die Punkte produzieren, zu attackieren, weil die wussten, Mike Knaup ist da und wartet nur, dass irgendwas passiert. Oh, what a goal! Oh my goodness! Oh, Hauner! Such good stick handling, man.
2-3, it ends here in the Eisbordzentrum some horror to make the in the series between the Turbach Tops and the Star Wars Rosenheim. Frustrating. Yeah. Really well played, nice passing, this efficiency and speed. That's the thing. In Bietigheim hatten wir einen Playoff-Run auch, da wir sind aufgestiegen. Und wir haben zweimal 2-0 geführt und mussten jedes Mal ins entscheidende fünfte Spiel. Und da wusste ich schon, okay, ein 2-0 bedeutet gar nichts. Die ganze Stadt hat vibriert, hat auf dieses Spiel hingefiebert. Zum dritten Playoff-Spiel in dieser Serie zwischen den Tilburg Trappers und den Star Bulls Rosenheim. Zu Hause ist man dann eher, hat man diese Euphorie. Da macht man eher diesen Schritt nach vorne, cheatet vielleicht das eine Mal mehr. Und da ist das 1-0. Haben wir kaum gesehen. Im Spiel hatten wir einfach die Chance, zu Hause zu gewinnen, also die Serie zu beenden. So ein Heimvorteil ist ja nicht immer so was Positives. Ich glaube, das ist schon auch überbewertet in den Playoffs. McNeely wäre frei. Ja. Ein Tor! Nee, kein Tor. Kein Tor? Auf der Linie haben wir Wembley-Tor? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es auch so gesehen, dass er nicht im Tor war tatsächlich. Boah, Halle ist voll. Wir müssen jetzt gewinnen so. Da kommt die Ferne, das Tor. 1-1! Das hat Lukas Lau genial gemacht. Und dann war halt schon so, okay, müssen wir mehr produzieren, ein bisschen offener spielen und so weiter. Somit können die erste Anschlusstreffer, ich hat's prophezeit. Und das haben uns dann die guten Gegner auch heimgezahlt. Und da haben wir dann auch schon gegen Tilburg gemerkt, das können wir uns nicht erlauben. Da ist der Ausgleich. Tor. 3-3. Ja, 3-3. Sie haben es jetzt gemacht und es ist jetzt auch verdient. Das hat einfach auch bei einigen Jungs gedauert. Das Vertrauen, okay, wir ziehen es durch, wir ziehen es so durch. Ja, das ist. Oh, jetzt die Chance sogar. Und das ist 3-4. Oh, bitter für die Star Bulls. Da fliegt der Schläger auch noch. Jetzt ist es durch. Tilburg gewinnt. Wir haben nur Widerrufungen gesehen, dass unser Chef eigentlich recht hat mit dem, was er sagt. Und wenn man da die Arbeit, die Kleinigkeiten nicht macht, dass es nach vorne auch nicht funktioniert. Liebe Eishockey-Fans, und ein herzlich willkommen für Game 4 zwischen die Star Wars Rosenheim und die Tilburg Trappers. Gerade in so einer Best-of-Five-Serie, finde ich, du kannst 2-0 führen, hast Heimrecht, verlierst das eine Spiel in den letzten 10 Minuten und dann fährst du nach Tilburg und hast mal richtig Druck. Weil sonst hast du ganz schnell ein Spiel 5 und da kann alles passieren. Boom, 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 Schuss. Oh, what a goal, Tor von die Star Bulls. And they lead 1-0. Unsere Reaktion in Tilburg dann, das war für mich der erste Punkt, wo ich wusste, wenn wir unser Spiel abrufen, jeden schlagen. Oh, oh, no! Chance, give on goal for the Star Bulls and they lead 2-0. Step on the brakes, now a chance here for Rosenheim, right in front of the goal for Rosenheim, 3-0! Oh my! What a move here by Rosenheim! That has been putting so much pressure on that puck and absolutely unbelievable. Wir mussten da wirklich an unsere Grenzen gehen, dass wir die Runde überstehen. Oh, now McGowan with a chance and a goal for the Star Bulls, Rosenheim! 4-0, the nail in the coffin! Wir hatten auch die Erfahrung, dieses Jahr zu verlieren. Wir konnten aus Niederlagen einfach zurückkommen. But now McNeely. Oh, that's gonna be in. Tyler McNeely makes it 5-0. Punch thrown. And there's the fight, and there's confetti, there's fireworks, but there is no goal for the Toppers. It's not gonna count. Oh, this game has everything now, doesn't it? Yeah, except for goals for the Toppers. Ich denke, das war eine unserer besten Leistungen. Sie haben gekämpft, sie haben gesiegt. Und das war sehr, sehr verdient. Das letzte Spiel in Tilburg, was wir 5-0 gewonnen haben, da habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir eine Mannschaft. Dann kommt der Angstgegner Hannover, vor dem wir am meisten Respekt gehabt haben. Ich bin einfach gegen Hannover jedes Mal ausgeschieden. Die haben einen guten Trainer mit Kevin. Die haben eine gute Mannschaft, aber die haben auch Schwachstellen. Die Hannover Scorpions empfangen in der heimischen AES Arena die Star Bulls aus Rosenheim. Und man könnte fast sagen, herzlich willkommen zurück.
vor jeder Serie, vor jedem Gegner solltest du Respekt haben. Das hatten wir auch. 2018, 2019, 2022 trafen die Scorpions auf die Starbucks. Gegen Hannover wussten, wenn wir jetzt nicht wirklich 110% geben, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. Ja, und das Stadion ist da bei den Scorpions. Es war klar, die Halle wird bombenvoll sein. Und jetzt die Gäste. Das 1-0. Es kam aus dem Nichts. Manuel Strodel. Wartet lange und trifft zum 0-2. Nutzen der Gäste, machen den Empty Netter zum 1-3. Top oder top? Und es war das Hop. Die Rosenheimer nehmen hier den ersten Sieg mit nach Hause. Wow! Dass wir diese Serie gewonnen haben gegen Hannover, ich fand, das erste Spiel war so wichtig. Leipzig-Tilburg, die Serien waren top. In Hannover das erste Spiel gewonnen. Dann hat man so gesehen, okay, wir sind da oben mit dabei. Ja. Liga Hannover, nimmst du das irgendwie mit? Scheißegal wie, aber du hast das Spiel gewonnen. Danach fragt der keiner mehr. Ein herzliches Hallo und willkommen, Eishockey-Freunde aus dem Rofa-Stadion zu Rosenheim. Die Hannover Scorpions sind zu Gast. Natürlich, Hannover Scorpions war der größte Favorit. Ja, da die Strategie, Spielzüge so oder so, sondern das muss so einstudiert sein, dass du da gar nicht mehr drüber nachdenkst. Dann funktioniert das. Ich wünsche viel Spaß, jetzt geht's los. James Bettauer an der blauen Linie, hat er schon wieder die Scheibe. Und das schaut sein! Nach wenigen Sekunden. James Bettauer, boah, kalte Dusche. So, jetzt läuft der erste Gegenangriff der Star Wars. Das ist der Uwe. Die Rosenheimer lassen die Scheibe unglaublich gut laufen. Schmidt-Peter. Das Ausgleich! Aus. Marc Schmidt-Peter macht es, jawoll! Tyler McNeely findet Schmidt-Peter. Er zieht direkt ab und sorgt für den Rosenheimer Ausgleichstreffer. Wir haben uns immer wieder zurückgekämpft, wir haben immer eine Antwort gezeigt. Ich glaube, das war halt schon die Leute zu sehen, okay, die Mannschaft hat Charakter. Pöppele, es war mal Kolatz, es war mal Andi Mechel, also wirklich überragende Leistungen in der Serie geboten haben. Schuss sicher! Pariert Christopher. Ja. Ja, auf unserer Seite läuft jetzt wieder gut. In Reihe Nummer 1. Hauner! Und trifft! 2-1 für die Star Wars Rosenheim in diesen Playoffs. Werpass, McGowan zieht ab. 3-1! McGowan wird schnapp sein! Und 3-1 für die Gastgeber. Jetzt haben wir bei der Sommerolympiade. Toller Pass. Und 4-1 für die Star Wars Rosenheim. Das ist die Antwort, die Jari Pärsänen und das Stadion rund hier heute sehen wollten. Und Hauner! 5-2. Alter. Absurd. Weiß, was die in der Lage sind zu leisten. 2 auf 1 jetzt. Lukas Laub. 6-2 für die Star Wars Rosenheim und jetzt bitte jetzt für die Scorpions. Die Star Wars Rosenheim gewinnen Spiel 2 in der Halbfinalserie mit 6-3. Und mit diesem Gefühl fahren die Rosenheimer am Mittwoch in die Wedemark. Servus. Und für gut. Und für gut. Manchmal lässt man an so ein Spiel vielleicht auch einfach, man will es nicht erzwingen. Man denkt, es wird schon irgendwie. Und diese paar Prozent, die machen es dann schon aus. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Halbfinalspiel. Hannover Scorpions gegen die Star Wars Rosenheim hier aus der ARS Arena zu Meldendorf. Auch das Spiel in Hannover, da weiß ich noch, haben wir in der Verlängerung verloren. Das war kein gutes Spiel von uns. Wo ich gemerkt habe, boah, die sind echt gut, das sind gute Spieler, gut aufgestellt. Tor! Powerplay-Tor für die Scorpions. Das ist die Nummer 11, Christoph Kaminski. Wir haben gedacht, irgendwie wird's schon. Aber wir haben es nicht erzwungen. Und wir hatten vielleicht nicht diese letzte Griffigkeit, um das Ding unbedingt nach Hause zu bringen. Und die Scorpions zeigen, dass für die Saison noch nicht beendet sein soll heute. Wir hatten diese Führung und haben gedacht,
Mit einem Tor in der Verlängerung sind wir in der nächsten Runde. Aber so richtig erzwingen konnten wir es nicht. Und das sind einfach Erfahrungen, die helfen dir immer weiter. Er scheitert. Maschmeyer nimmt den Schuss. Der Block hat wehgetan, aber geht weiter. Maschmeyer, nochmal Reimer. Da! 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 Da ist der Sieg der Scorpions! Und damit fahren die Scorpions Freitag nach Rosenheim. Da hatte man dann schon auch das Gefühl, das ist 50-50. Habe ich mit den Fans unterhalten. Bin ich auch oft da gestanden, ja, warum das und das. Ey, wir sind auch nur Menschen, wir sind keine Roboter. Jeder hat eine Familie, jeder hat ein Privatleben, wo auch was schieflaufen kann. Ich meine, man hat danach schon gemerkt, dass die Leute natürlich sehr, sehr deprimiert waren. Aber sie haben nie aufgehört und nie aufgegeben. Besonderer Tag für dich. Du wirst seit 25. 5000 Zuschauer im Stadion. Und die hoffen, dass du dir heute mit dem Team ein Geburtstagsgeschenk machst. Ob ich jetzt hier heute ein Tor schieße oder nicht, das ist, glaube ich, völlig egal. Hauptsache, wir haben am Ende eins mehr als Hannover. Willkommen, Eishockey-Freunde aus dem Rofa-Stadion zu Rosenheim. Die Star Wars Rosenheim begrüßen die Hannover Scorpions. Solche Spiele wie gegen Hannover Scorpions, Spiel 4, erlebt man sehr, sehr selten. Du gehst da in Spiel 4 rein, weißt, du kannst den Sack zumachen, zu Hause, ins Finale einziehen. Die Hütte brennt da draußen. Die Atmosphäre in dem Stadion, das ist abnormal. So etwas habe ich noch nie erlebt. Kriegst du nach, nicht mehr nach einer Minute dann das 1-0 gegen dich. Ja, spielt die Scheibe gefährlich vor das Tor. Und da haben wir die Hannover einer Führung. Die Scorpions führen Ponter. 3-2 Situation. Schuss kommt, Schuss ist Tor. Tor. Und das 2-0. Als dann 2-0 gestanden ist, dachte man schon, jo, jetzt sollte man langsam lostigern. Das Playoff ist nicht immer nur die feine Art. Tor. 3-0 Hannover Scorpions. Mein Gott, was ist hier heute los? Der Punkt war extrem. 3-0 hinten auf einmal. Und wir sind in der Kabine überhaupt nicht niedergeschlagen. Das nicht. Wir haben schon geglaubt, dass wir das Spiel drehen können. Wir haben dann da offen und ehrlich in der Kabine darüber gesprochen, dass das nicht wir sind, dass das nicht unsere Identität ist, was wir da gerade draußen aufs Eis bringen. Dann sitzt halt in der Drittelpause so. Und dann der Moment, ungelogen, das war jetzt aufs Eis gegangen zum zweiten Drittel. Und die Fans sind so ausgerastet, war so krass. Also das hatte ich noch nie, dass ich aufs zweite Drittel starte und Gänsehaut kriege. Kommst du aufs Eis und die Fans sind voll da. Vollmeier mit dem Querpass auf Hauner. Hauner, Tor! Und da ist die schnelle Antwort. Nach 31 gespielten Sekunden netzt Norman Hauner ein. Dann 3-1, dann sind sie wieder 4-1 und dann 4-2. Läuft der Gegenangriff. Tor! Reiter! Was ist hier heute los, Thomas? Was ist hier heute los? 5-2 wieder und es ging dann immer so hin und her. Beckauer. Schuss! Weg! Oh, Tor! Unterzahltreffer! Nummer 2! Wir sind ja immer wieder zurückgekommen. Und da war das Powerplay-Tor durch Dominik Daxelberger. Man hat es gemerkt, als dann das 5-4, das 5-5 fiel, wie die Stimmung explodiert ist. Hauler mit dem Tor! Hauler mit dem Anschluss! Der vierte Treffer des Doubles Rosenheim. Einzigartig. Der Schuss! Tor! Ausgleichstreffer! Doubles Rosenheim! Jari war die ganze Zeit ruhig, auf der Bande zumindest. Hat uns auch wissen lassen, dass keiner Bock mehr hat, da nach Wedemark zu fahren. In dieses Loch. Ah, und da kommt von der Seite Just. Genau auf den Querpass. Tor für die Star Wars Rosenheim. Tyler McNeely. Hacker mit dem Konter und Mäkel mit dem wichtigen Safe. Willkommen. MTL 7-5. Mit dem Befreiungsschlag ins Glück raus. Hauner ist durch. Tor. Was geht hier ab? Die Star Wars Rosenheim gewinnen gegen die Hannover Scorpions mit 8-5. Und ziehen ins Finale ein. Habe ich auch noch nie so ein Spiel erlebt. Das war dann so dieses so, wow, jetzt können wir wirklich durchstarten. Das hat auch gezeigt, letztendlich, was für eine Wille die Mannschaft hatte, ins Finale zu kommen. Und auch, dass man so ein Spiel drehen kann. Nach dem Scorpion-Spiel, am vierten Spiel, haben die Spieler länger als 15 Minuten gefeiert. Von da an, glaube ich, war jeder, der in Rosenheim ein bisschen Interesse am Eishockey hat, schon gezwungen fast ins Stadion zu gehen, weil es ist Finale dann. Wir wussten, wir waren im Finale, aber das heißt ja noch nicht, wir sind noch nicht an unserem Ziel. Ja, und dann war es jetzt da noch nicht mehr vorbei. Es gibt keine Zeit zum Ausruhen.
Herzlich willkommen zum ersten Finalspiel hier aus der Hans-Schröpf-Arena zwischen den Blue Devils Weidner und den Star Bulls aus Rosenheim. Weiden, das war so ein Punkt auch bei uns in der Mannschaft. Es ist keiner unschlagbar und wir können auch jeden schlagen, wenn wir unser Spiel spielen. Und Oberliga-Finale hier in der Hans-Schröpf-Arena, Part 1. Wir gewinnen auch im Angriffstitel. Norman Hauner mit dem Abschluss und da fällt das 1:0. Powerplay-Situation eiskalt ausgenutzt. War das genauso geplant? Ja. Du hast wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat gemerkt, wie dieser Haufen einfach mehr zusammenschweißt. Wir haben ja 22 Jungs, die jeden Tag alles geben, inklusive Mike Lemser, der sich zurückkämpft. Und ja, jeder gibt sein Bestes. Mike, ich habe gelesen, du schaust heute zu. Alles Gute von uns beiden an dich. Keep on fighting. Adam Schuster auf Dennis Thielsch. Der zieht ab. Nachschussmöglichkeit. Und da ist Eddie Homiakovs zur Stelle. 1:1 Ausgleich. Du solltest dich immer im Spiegel anschauen können und sagen, hey, ich habe alles gegeben, mehr ging's nicht. Scheibengewinn für die Blue Devils, allerdings jetzt wieder die Star Bulls. Jetzt geht's schnell, jetzt geht es schnell und jetzt ist er drin. Ja, das ist 2:1 für die Star Bulls. Für die Blue Devils an der Scheibe. Sandro Schmidtbauer wieder auf Kechter. Tor! Und da ist es! Da schlägt er zu, der Förderlizenzspieler der Nürnberg Ice Tigers. Dann gib nie auf. Gib einfach nie auf. Sensationelle Aktion da von Maximilian Vollmeier. Jetzt ist er etwas frei da und die Scheibe auf Umwegen ins Netz. Ja. Und das ist dieses angesprochene Scheibenglück und das brauchst du in den Playoffs. Ja, jetzt muss der Pass kommen in den Schlott. Jetzt muss der Abschluss kommen. Der kommt auch noch und die große Chance und der Puck ist nicht im Netz. Thomas Peppele da mit dem Save in letzter Sekunde, da war sie nochmal, die große Chance. Wahnsinn, und somit Wahnsinn. Geht dieses erste Spiel in Richtung Rosenheim. Wo ich wirklich gesagt habe, jetzt packen wir es, jetzt haben sie kein Heimrecht mehr. Und da habe ich gemerkt, so, ja, das kann was werden, hätte ich nicht gedacht. Klar, denke ich auch, viele Zuschauer haben Weiden vielleicht optisch besser gesehen als uns. Aber die Tendenz 4:1 Spiele, die spricht dann doch für sich, egal wie knapp die Spiele dann ausgegangen sind. Ein herzliches Hallo und willkommen, Eishockey-Freunde. Oberliga, Playoff, Finale. Die Star Bulls Rosenheim empfangen zu Spiel 2 die Blue Devils. Ja, hört euch das an, schaut euch das an. Viele Fans aus Weiden mit dabei, tolle Atmosphäre. So, dann legen wir los. Kleinigkeiten, haben wir schon oft gesagt, werden es entscheiden in diesem Finale. Wir haben den Konter. Voigt, Weidner mit der Führung. Kalte Dusche für die Star Bulls Rosenheim in Überzahl. Weil er eben unheimlich aggressiv verteidigt wird. Noah McGilly, Steine hoch. Jetzt ist er drin. Ausgleich. Ausgleichstreffer für die Star Bulls Rosenheim. Und es ist Norman Hauner. Hechtl. 2:1 Situation, Hechtl mit dem Abschluss, Hechtl mit dem Tor, zweiter Unterzahltreffer für die Blue Devils Weiden. Was ist hier heute wieder los? Man hat deutlich gesehen, jeder war nicht voll bei der Sache. So. Und es geht in die Mitte, die Scheibe geht raus und geht ins Rosenheimer Tor. 3:1 für die Blue Devils Weiden. Und damit ist Spiel 2 entschieden. Weiden gewinnt mit 3:1 in Rosenheim und gleich damit die Serie zum 1:1 aus. Dann haben wir ja daheim verloren gegen Weiden und dann haben wir gedacht, oh, jetzt wird es wieder schwer. Ich glaube, Thomas Müller hat es mal gesagt, du bist immer nur so gut wie dein letztes Spiel. Ihr gibt es ja auch selber, wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest, nicht jeden Tag 100%. Es geht einfach mal nicht. Dann wirst du krank, dann hast du Verletzungen. Danach hat man dann natürlich zusammengesetzt und das analysiert. Ich habe an Jari, glaube ich, noch einmal in der ganzen Saison ausflippen gesehen oder hören. Das war Weiden, da wo wir verloren haben. Und dann natürlich Aufgabe des Trainers ist, ein bisschen was zu sagen und die Mannschaft wach zu rütteln. Wenn es mal nicht gelaufen ist, haben wir schon kommuniziert unter der Mannschaft und so, aber jegliche negative Energie, wenn sie einfach nicht nötig ist, braucht man nicht auf den Weg irgendwie, um Meister zu werden. Dann das nächste Spiel war natürlich komplett anders. Man hat auf beiden Seiten gesehen, dass alles möglich ist beim ersten Spiel hier in Weidner.
und vor allem auch die Heimmannschaften anscheinend daheim mehr Druck haben als auswärts. Das knappe Spiel hier in Weiden als erste gesehen, auch trotzdem das knappe Spiel in Rosenheim am Sonntag. Und zu erwarten ist definitiv heute dann auch wieder ein sehr, sehr knappes Spiel hier in Spiel 3. Bulli. Davis. Jetzt in der Aufstellung die Bulli. Einig. Tor! Da ist der Treffer. Wahnsinn. Aber wieder Vollmeier. Ja. Gleich mit dem Schuss versucht. Drin. Und da ist der Treffer. Drin das 1:1. Endlich diese Leidenschaft. Man merkt es ja auch die ganzen Playoffs über. Und wir durften es ja auch in Rosenheim bewundern. Also die Kulisse war ja mega. Und jetzt der Schuss. Aber Wülperle, wie gewohnt hier auf dem Posten. Was ist in Rosenheim eigentlich schiefgelaufen bei euch? Ja, ich glaube, wir waren einfach ein bisschen nervös und ein bisschen zu sicher, dass wir das Spiel da haben ziehen und die Serie auf 2:0 stehen. Ehrlich, für den Schiller. Und drin ist die Scheibe! Wie ist der denn reingegangen? Sascha! 2:1 für die Blue Devils Weiden! Jetzt noch wieder hier versucht. Jetzt hier da ist er drin! Und da ist das Tor! Tor für die Starbucks Rosenheim! Schön herausgespielter Treffer! Sehr schwierig zu sehen für Jaro Riedel aus dem Winkel. Und drin ist die Scheibe! Der Treffer für die Starbucks! 2:3 für die Star Bulls Rosenheim in der Verlängerung. Wieder in Weiden gewonnen, haben wir gedacht, so, und das ist der Punkt. Jetzt ist es rum, jetzt holen wir uns das Ding auf Biegen und Brechen. Das entscheidende Spiel für die Mannschaft war schon Autopilot. Man hat dann einfach seine Abläufe, man trifft sich in der Halle, macht das, macht das, macht das. Normal bin ich immer mit Crumper auch Eisbaden gegangen. Siegessicher war ich mir irgendwie in den Playoffs vor jedem Spiel. Ich weiß nicht, warum, aber ich wusste, dass wir das Ding ziehen. Jetzt gibst du alles, egal ob du jetzt am Fuß verlierst oder irgendwas, weil ihr gewinnt den Pokal dann noch. Wir haben jetzt zweimal gewonnen, aber heute brauchen wir die beste Leistung. Und es, jeder sagt es immer, aber es kommt nicht von ungefähr. Wir haben dann auch schnell mal so ein drittes Spiel verloren. Wir waren fokussiert und haben uns auch schon gefreut, aber wir wussten genau, wir haben noch ein Spiel auf. Und dieses letzte Spiel, das wird das Schwerste. Und es war auch so dann in Rosenheim, das war eine Schlacht. Herzliches Hallo und Willkommen. Playoff-Finale, Spiel 4. Die Star Bulls Rosenheim empfangen mit einer 2:1 Führung die Blue Devils Weiden im prallgefüllten Roferstadion. Sowas sieht man nur einmal im Leben. Das wird ein Eishockeyfest. Es ist angerichtet. Euphorische Stimmung vor diesem Spiel. Es ist unglaublich, was sich hier alles tut. Man hat sich einfach nur gefreut. Man wusste, die wichtigsten Leute, die man hat, Familie, Freunde, die sind heute Abend da. Es ist einfach jedes Mal aufs Neue bin ich nervös. Ich wünsche viel Spaß. Auf geht's ins Finale Nummer 4. Offensiv Weiden war die ganze Saison besser als wir, deutlich besser. So offenes Eishockey, das wäre Selbstmord gewesen. Jari Paasanen in dem Bild, den Headcoach der Star Bulls Rosenheim, den finnischen Trainer Fuchs. Natürlich sieht man ihm auch die Anspannung an, das ist ganz klar. Da haben wir Sebastian Buchwieser im Bild. Trainerfüchse belauern sich, schauen, was macht der eine, was macht der andere. Ne? Der Puck ist gefallen. Das war so ein unfassbar geiles Gefühl. Diese Hütte da einfach. Ja, Chance für die Star Bulls. Knapp was. Aber wir haben es halt runterknedelt am Ende. Wild mal wieder begonnen. Oberliga-Eishockey fast. Nichts mehr zu tun. Beide Teams. Im Prinzip die EL2-Teams. Und sie treffen 1:0 für die Blue Devils Weiden. Sie nutzen sofort das erste Überzahlspiel. Das war ein Falschwinkel. Gleich aus Falschwinkel. Bedeutet 1:0 für Weiden. Umso länger das Spiel geworden ist, umso besser sind wir eigentlich ins Spiel gekommen. Ja, jetzt mal waren sich die Verteidiger uneins. Unheimlich, wie die da bearbeitet werden. Ausgleichsmeister, Star Bulls Rosenheim. Und dann wird endlich wieder Führungstreffer der Weidler gespielt. Wir sind unserer Linie treu geblieben. Wir haben mit Mann und Maus super verteidigt.
Für sie geht es darum, heute nicht schon in den Sommerurlaub zu müssen. Wenig Strafzeiten nehmen und neutrale Zone gut verteidigen und vor dem Tor gut verteidigen. Und das haben die Jungs perfekt gemacht. Oh, Stabult-Spieler ohne Schläger. Der ist auch gebrochen dabei. Ja. Schuss kommt, Pöpperle. Wieder Pöpperle zur Stelle. Overtime. Overtime. Es steht 1:1. Umso länger es gegangen ist, umso sicherer war ich, okay, gut. Also wenn es nicht wirklich saublöd läuft jetzt, dann gewinnen wir das Ding. Die Jungs haben sich gepusht zu verteidigen und einfach warten, wann diese offensiven Momente kommen. Ah, die Spannung, liebe Zuschauer, ist hier mit den Händen zu greifen. So mittendrin, du weißt einfach, jede Situation kann jetzt einfach spielentscheidend sein. Aber Overtime ist ja so überraschend, man weiß ja nicht, wann es kommt. Er ist also smooth durch die Abwehr geschlendert und auf einmal stand er da. Ich habe gedacht, was macht der jetzt? Weil er hätte was anderes machen sollen eigentlich. Und es war ja auch ein Winkel, wo eigentlich gar kein Tor passieren sollte. Hast du es geschafft oder geht es noch ein Spiel weiter? Und das war auf einmal dein Tor. Goal! McGowan! McGowan! McGowan trifft! Die Stabult Rosenheim! Er ist der Weltmeister in der Oberliga und steigen damit in die DL2 auf! Ich werde wahnsinnig! Sie gewinnen in der zweiten Overtime! Dann dieser erlösende Moment, das war einfach. Unbeschreiblich, einfach unbeschreiblich. Mein lieber Freund, der René hat Tränen in den Augen. René, wir haben es geschafft. Wir sind zurück in der DL2. Also einfach dieser Moment, wo jeder sein Helm und Handschuhe und Schläger alles weggeschmissen hat, ist einfach irre. Ich war ja am Eis und dann die Traube da hinten im Eck. Meine Hose so bis zum Knie in den Haufen rein. Meine Beine machen wieder zu. Um mich herum, wie sich jeder in den Armen hält, teilweise, wo du siehst, die ganze Last geht von einem verloren und die sacken einfach nur auf dem Sitzplatz nieder, habe ich alles komplett vor Augen. Aber irgendwie trotzdem war es wie ein Film, der an mir vorbeizieht. Das war so Zeitlupe, finde ich. Du hast es für Mike, du hast es für die ganze Region, für die Vorstandschaft, für den Verein, für alle drumherum, die wo immer dir gut zugeredet haben, die wo dir vielleicht immer wieder so einen kleinen Ansporn gegeben haben. Einfach für die hast du es jetzt einfach geschafft. Nachdem wir dann aus dem Peil da raus sind, sind wir ohne Worte uns einfach nur so in die Arme gefallen und es war so krass. Das war so, das ist schon crazy. Das Allererste, was ich dachte, war an die Mama. Mama, ich hab's geschafft. Mike, wir sind mit Gedanken alle bei dir. Erste Linie, zumindest ich habe gefreut für die Spieler. Wenn da genug dran glauben, an dieses Ziel, dann wird es auch so kommen. Das habe ich persönlich dieses Jahr echt gelernt, wenn man mit Selbstvertrauen spielt, was das einfach ausmacht. Was man sich speziell auch von der Mannschaft aus dieser Saison abschauen kann, ist einfach, dass man mehr auf seinen Nebenmann achten sollte und nicht einfach nur für sich selbst lebt, sondern einfach einmal an seine Mitmenschen oder Mitspieler in dem Fall denkt. Sich gegenseitig anschaut, von jedem die Freudentränen sieht. Ich glaube, das ist genau der Moment, warum ich den Sport mache. Nicht ein Moment, sondern genau der Moment. Aber dir wird ja dann auch so nachher in der Kabine klar, hey, ab morgen, du musst die Schlittschuhe jetzt erstmal nicht mehr anziehen. Die Augenbrauen weg.